Herzlich willkommen zu Let's Horror mit an Exit, mit mir, dem Casio. Ich weiß wie immer nichts. Oh, guck mal hier. Kann ich da raus? Nein. Steht hier. Never go back. Alles klar, niemals zurückgehen. Ich weiß nicht, worum es hier geht. Ich weiß auch nicht, warum meine Maus hier drin ist. Naja, das wird wohl so sein müssen jetzt erstmal. Alles klar. Ach, hier kommt schon schöne Musik. Ich freue mich. Kann man mal machen. 1:30 nachts. Warum denn auch nicht? Was passiert denn, wenn ich... Nanu? Was? Die Wand kommt ja mit. Was ist denn das für eine Zauberwand? Ich werde verfolgt. Ich werde verfolgt von einer Wand. Ach, guck mal, das ist ja nett. Wir kriegen hier Wegweiser. Rechts oder links? Wir gehen mal... wo sieht's denn hübscher aus? Ich habe keine... keine Ahnung. Komm, wir gehen nach rechts hier. Was soll's? Jetzt dürfen wir sowieso nicht mehr nach links. Was müssen wir hier eigentlich machen? Ich vermute, da das Spiel an Exit heißt, müssen wir einen Ausgang finden. Ist ja logisch. Okay, Moment. Es geht nur hier lang. Okay. Es ist sehr langsam. Der ist super. Ich weiß gar nicht, gibt's hier... okay, jetzt können wir uns hier zwei Wege aussuchen. Gehen wir geradeaus oder wieder rechts? Wir gehen geradeaus. Ach du Scheiße. Was war das denn? Komm, wir gehen mal nach links. Okay, hier geht's nur nach links. Ich weiß nicht, passiert hier überhaupt was? Oder ist das nur so ein Spiel, wo man halt versucht rauszukommen in so einer Art Labyrinth? Aber es passiert nichts. Ich weiß es nicht. Weil, wie gesagt, ich kenne das Spiel. Try again. Okay. Alles klar, wir versuchen es nochmal. Also es geht wahrscheinlich echt nur darum, hier rauszukommen. Ob da was passiert, ich bin mir nicht so sicher. Ich denke mal eher nicht. Kann natürlich sein, dass irgendwann was passiert. Dass es hier mehrere Sachen gibt. Bleibt das hier eigentlich immer gleich oder wird das immer neu... geskriptet. Wir gehen jetzt nach links. Gerade rechts, jetzt links. Das wird super. Jetzt müssen wir hier lang. Komm, wir gehen mal hier lang. Vielleicht gibt es hier irgendetwas, wie ich hier wieder rauskomme. Ich weiß nicht, wie ich hier hinkam. Ich bin hier aufgewacht und dann war ich hier. Farbe, die aussieht wie Blut. Weil es vielleicht Blut ist, aber eventuell auch nicht, wurde etwas an eine Mauer geschrieben. Ich soll nicht zurückgehen. Aber vielleicht ist genau das der Trick dabei. Das Problem ist nur, jetzt finde ich nie wieder zurück. Ich habe mir nicht aufgemalt, wo ich lang gegangen bin. Das war vielleicht dumm. Aber so ist es nun einmal. Man kann es jetzt nicht mehr ändern. Rechts, links. Wir sind gerade links gegangen, also gehen wir jetzt nach rechts. Mal schauen. Es gibt ja eine Theorie, dass wenn man immer rechts lang geht, man automatisch zum Ziel kommt. Das ist ziemlich interessant. Denn meistens stimmt das sogar. Man hat da mal geguckt. Man ist auch als Mensch eher, hat eher so einen Rechtsdrall, sage ich jetzt mal. Ob das natürlich jetzt... Hallo? Hallo? Ist jemand da? Das jetzt hier natürlich auch so ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es hier ziemlich gruselig. Wo laufe ich denn hier überhaupt hin? Okay, es geht hier lang. Mal gucken, wo wir hinkommen.
können Sie mal rechts. So. Alter. Warum kommen hier solche Geräusche? Das finde ich nicht in Ordnung. Und ich habe das Gefühl, ich war hier schon mal, aber das könnte daran liegen, dass hier alles gleich aussieht. Da ist schon wieder ein Pfeil an der Wand. Und ein schwarzer Gang. Kann ich eigentlich jetzt zurück? Die Wand kommt gar nicht mehr mit, wa? Scheint nur am Anfang. Okay. Ja, wir kommen hier noch nicht an ein Ende, deswegen kann das so falsch nicht sein. Ich bin mal gespannt. Vielleicht laufen wir jetzt auch die ganze Zeit nur im Kreis. Das kann nämlich auch durchaus sein. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so. Also wenn jetzt hier wieder die Wand mit dem Pfeil kommt. Ja, okay. Dann laufe ich jetzt hier lang. So. Das habt ihr jetzt davon. Ich laufe. Warum ist hier ein X drauf? Heißt es, es geht hier nicht weiter? Einfach nur, es geht nicht weiter. Ein X markiert doch immer die Stelle. Habt ihr denn nicht aufgepasst, Kinder? Okay, hier geht's nicht raus. Ich lief und lief, doch. Ich kam nicht aus diesem Labyrinth. Und die Wände, sie schienen sich auf mysteriöse Art und Weise zu bewegen. Es ist ziemlich kalt hier unten. Ich habe Hunger. Und Durst. Und ich weiß verdammt nochmal nicht, wie ich hier rauskomme. Und ich habe keine Taschenlampe und nix. Das ist ziemlich schrecklich. Wie Never Go Back. Und da war ich nun. Wieder am Anfang des Labyrinths. An der Wand, an der man mich zurückließ. Und ich habe mir nicht gemerkt, wie ich gelaufen bin. Eins war sicher. Ich lief im Kreis. Würde ich hier jemals wieder rauskommen? Oder müsste ich für immer und ewig hier unten verrotten? Ich bin wieder am Anfang. Wir gehen nach rechts. Aber wo kommen wir raus, ist die Frage. Hier kann man nur nach rechts. Okay, das X heißt anscheinend einfach nur, man kann nicht weiter. Try it again heißt natürlich, ja, versuch's mal normal, du Spacken, du hast es nicht geschafft. Die Frage ist natürlich, gibt es hier tatsächlich einen Ausgang? Das müsste nämlich eigentlich ja nicht so sein. Das Spiel heißt ja Unexit. Also man kommt nicht raus. Also, wer weiß. Wahrscheinlich Leute haben, es gibt bestimmt Leute, die haben es schon geschafft. Ich würde hier 20.000 Stunden brauchen. Das Doofe ist, bei Try It Again musst du ja wieder von vorne anfangen. Das finde ich ein bisschen doof. Aber wobei, man muss ja einfach nicht auf die Wand zulaufen, wa? Und schon läuft das. Was war denn hier los? Bin ich ein bisschen durch die Wand geglitscht. Willst du mich verarschen? Warum bin ich denn schon wieder hier? Oder gibt es mehrere? Naja, wenn ich die Folge gemacht habe, dann werde ich wissen, ob es einen Ausgang gibt, weil dann lese ich mir nämlich auch erst immer die Infos zu den Spielen durch, damit ich eine kleine Beschreibung machen kann. Aber bis dahin bin ich wie, ja, naja, eine Blindschleiche. Ich habe keine Ahnung. So, okay, wir gehen nochmal hier lang. Es geht da lang. Jetzt kann ich mir zwei Wege aussuchen. Das Problem ist immer, muss ich das echt mal merken. Eigentlich kann ich mir Wege gut merken, aber irgendwie ist das hier nicht so ganz der Fall.
Weil ich finde es auch ein bisschen schwer natürlich, wenn du dabei redest und so. Das ist nicht ganz so einfach. Never. Never. Never ever. Alles klar. Wir sind schon wieder hier. Ich gehe jetzt wieder hier lang. So, ich lasse mich doch nicht verarschen von dem Labyrinth hier. Ich verarsche das Labyrinth. So. Kann ich jetzt zurück? Nein, das kann ich nicht. Also kann man ja eigentlich... Achso, da. Also kann man ja eigentlich auch gar nicht im Kreis laufen, oder? Weil wenn die Wand ja immer nachrückt, ist das ja im Grunde unmöglich. Aber ich weiß nicht, wann sie nachrückt und um wie viel. Ich habe keinen blassen Schimmer. Und ich werde hier auch jetzt nicht unbedingt versuchen, hier auf Teufel komm raus das Ende zu erreichen. Das ist ja immer nur so eine kleine Vorstellung. Leider auch nicht. Ich mache das random, also alles, was irgendwie als Horror geratet ist, das packe ich mir. Nö, am Arsch try it again, Junge. Zeig dir mal gleich try it. Nein. Ich muss es tatsächlich noch einmal versuchen. Okay. Das wird wahrscheinlich der letzte Versuch. Wie gesagt, ich suche mir das ja irgendwie raus. Alles, was jetzt Horror geratet ist. Und dann lasse ich das immer random picken. Und das spiele ich dann. Ob das jetzt wirklich was mit Horror zu tun hat oder nicht, ist eine andere Geschichte. Das weiß ich vorher nicht. Ich weiß, wie gesagt, also bei den meisten Spielen weiß ich natürlich nicht, worum es geht. Es gibt ein paar Spiele, die sind sogar bis zu mir durchgedrungen. Vom Namen her, da kennt man das Spielprinzip, worum es geht und so weiter, aber gespielt habe ich sie selber noch nicht. Das muss man einfach mal auch so sagen. Noch immer fand ich keinen Ausgang. Und ich fragte mich langsam, wie lange ließ man mich hier unten herumirren. Ein roter Pfeil. Wir folgten dem roten Pfeil und liefen gegen eine Wand. Mysteriös. Und plötzlich war der Weg, den ich nahm, verschwunden. Das war noch viel, viel mysteriöser. Wenn es noch die Möglichkeit gäbe, dann würde ich Mulder und Scully rufen. Das ist definitiv eine X-Akte. Denn was mir hier widerfährt, ist unglaublich. Aber wahr. Wir gehen nach links. Ich weiß nicht, ob die linke Entscheidung eine gute war, aber es musste eine Entscheidung getroffen werden. Okay, da geht's nicht lang. Ja, ist auch blöd, man hat hier nichts, man hat ja auch keine Lampe oder irgendetwas, womit man vielleicht sich mal ein bisschen wenigstens Überblick verschaffen könnte. Nö, nix. Finde ich ein bisschen doof. Aber schöne Decke, muss man sagen. So, okay, geht's nur nach rechts. Dann werden wir diesem Weg natürlich auch folgen. Was sollen wir auch sonst tun? Also geht es wieder nach rechts oder geradeaus? Na komm, wir gehen geradeaus. Und geradeaus.
Gerade war geradeaus try again. Mal gucken, ob das jetzt auch so ist. Oh, es geht immer noch geradeaus. Wir gehen jetzt einfach so weit geradeaus, wie wir geradeaus gehen können. Und das endet jetzt. Okay. Wir gehen jetzt die ganze Zeit geradeaus, außer es geht nicht. Dann gehen wir in die jeweilige Richtung. Links. Oh nee, leck mich am Arsch. Da ist was Weißes. Ich gehe zum Licht. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Sollte es wirklich wahr sein, habe ich nach Jahren des Suchens endlich einen Ausgang gefunden. Ich wagte mich nicht mit umzudrehen. Oh nein. Was geschah hier? Es war völlige Finsternis um mich herum. Ich sah nur noch das Licht, auf das ich zutrieb, das mich anzog, wie das Licht eine Motte anzieht. Ist das die Freiheit, die ich mir schon seit Jahren erhoffte? Ich konnte es nur hoffen, denn wenn nicht, hätte mein Leben keinen Sinn. Alles klar. Wir sind... Ich weiß... Ist das jetzt hier? Das ist auf jeden Fall ein weißer Gang. Vielleicht ist es auch einfach nur ein weißer Gang, der weiß ist. Nee, ich will mich nicht umdrehen. Verdammt. Ja. Da scheine ich dann tatsächlich den Ausgang gefunden zu haben, denn das Spiel hat sich beendet. Ich vermute auch mal, es war ein weißes Licht, auf das wir zugegangen sind. Es wird schon der Ausgang gewesen sein. So, mein Fazit zu dem Spiel, naja, viel mit Horror hat es nicht zu tun. Es ist zwar dunkel, es ist gruselige Musik und solche Sachen, aber es ist jetzt nichts wirklich da, wo man sich jetzt wirklich tierisch erschreckt. Es hat eine gewisse Atmosphäre natürlich, dadurch, dass es so eng ist, dass es wirklich komplett dunkel ist. Und dass man durch diese wunderschöne Wand, hier mit Never Go Back, die dann immer nachrückt, dann auch nicht mehr weiß genau, wo man war, wenn man sich das nicht gemerkt hat, weil ich mich, oder wenn man sich nicht darauf konzentriert hat. Es war okay, aber ich würde es jetzt nicht als Horror-Game, ja, irgendwie betiteln. Wenn man jetzt mal echt Langeweile hat, so wie ich, dann kann man das durchaus mal spielen. Ansonsten, naja, als Horror-Game würde ich es nicht unbedingt bezeichnen. Da waren schon andere dabei, wo ich mich mehr erschrocken habe. Bisher. Ja, das war so mein Fazit. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch ein wenig unterhalten, weil so viel erschrocken habe ich mich ja noch nicht. Ich habe es versucht, ein bisschen stimmungsvoller zu gestalten. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Dann bis nächsten Freitag oder bei einem anderen Let's Play. Bis dahin, haut rein, Leute!